Husch! Karin, ich habe da ein schönes Accessoire bekommen. Sieht gut aus. Ja, was... Es macht ja ein bisschen etwas mit mir. Ja, das merke ich. Genau. Ja, genau. Wieso? Oder was für, was, in welcher Stufe nutzt du so... So Perücken. So Perücken zum Beispiel. Also das kommt zum Einsatz im Zyklus 3, das war 7., 8. und 9. Klasse. Ja. Wo wir dort verschiedene Themen, wie zum Beispiel Suchtverhalten, aber auch Schönheitsideal, vertiefen mit Theaterszenen. Wo die Jugendlichen nachher spielen und uns also die Themen nochmal in einer anderen Form analog sozusagen in den Raum bringen. Und da haben sie eben die Möglichkeit, die Perücke anzulegen. Das heisst, sie schlüpfen in eine neue Rolle. Genau, quasi. Sie können sich die Rollen auch auslesen. Also wir geben manchmal Themen vor, zum Beispiel «Ich brauche 1000 Likes» oder «Schönheit kommt von innen», oder? Also solche Themen, wo sie dürfen dann dazu ein 5-minütiges Stück erarbeiten. Ja. Und die wollen, dürfen eben eine Perücke tragen. Und ich denke, das ist halt eben schon so, das wird auch sehr genutzt. Und es ist auch natürlich gerade ein spannendes Thema, wenn wir zum Thema Männerbilder, Frauenbilder reden. Plötzlich auch mal ein anderes Geschlecht vielleicht mal auszuprobieren, um mal zu schauen, wie wirken ich vielleicht so. Also das kann auch noch gerade ein Teil sein. Wenn die Stimme mal ein bisschen höher wird. Zum Beispiel passiert natürlich auch. Oder man tut dann vielleicht auch noch gewisse Kurven ausbauen und so weiter. Genau. Ja, okay. Und das soll ja auch sein. Und an diesen Szenen aber erarbeiten wir dann auch wieder ganz viel. Dass wir eben anschauen, ist jetzt das ein Klischee? Ist jetzt alle so oder ist das unterschiedlich? Aber manchmal schon, wenn wir merken, da hat es jetzt ein Thema drin gehabt, wo jemand wirklich vielleicht drunter kommt oder es nicht mehr so gut geht, ja, wo könnte der Mensch jetzt Unterstützung oder Hilfe bekommen? Das ist ja auch immer wieder ein wichtiges Thema. Ja. Du hast gesagt, mir. Ja, genau, das mir. Das erste mir. Ja, wer ist denn noch das? Das ist das auch so. Auf der 8. Stufe habe ich die Möglichkeit, mit meiner Arbeitskollegin zusammen zu arbeiten. Sie ist zuständig für Essen und Bewegung. Ja. Und auch für Körperwahrnehmung. Und gerade wenn ich so mit Frauen Männerbildern und so Schönheitsideal mit den Jugendlichen rede, ist sie ganz eine wichtige Ergänzung, weil sie dort sehr spezialisiert ist. Und eine gute, sie sieht die Sachen vielleicht mal anders als ich oder von anderen Perspektiven. Und es ist sehr wertvoll, dass sie dort auf der 8. Stufe mit dabei ist.